Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auch eine Bronchitis hält mich nicht davon ab, euch zu zeigen, welche coolen neuen Make-up-Hype-Produkte es jetzt gerade so gibt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, denn mich hat gerade ein Express-Paket erreicht und da habe ich mir gedacht, komm, das kommt jetzt, wenn ihr das Video seht, nämlich gerade erst bei Purish raus. Und dann habe ich noch ein paar weitere Neuheiten hier auf diesen Tisch zusammengepackt und mache euch da ein Fullface von. Um die Stimmung ein bisschen zu heben, habe ich mir lustige Öhrchen gemacht. Dazu seht ihr, ich glaube, morgen den entsprechenden Haul. Seid gespannt. Und ja, damit mein Bauchi sich wieder beruhigt, denn ich habe meine Erdbeerwoche, habe ich mir hier diesen Style Pro Toppy Timmy, so seht ihr den, umgeschnallt. Ihr findet den auch auf meiner Favoritenseite von Purish, denn da bekommt ihr jetzt gerade 10% Rabatt auf alles und auch auf die Denisa Myricks Neuheiten. Die sind nämlich gerade eingetroffen und die möchte ich gerne mit euch zusammen austesten. Ich starte auch einfach mal hier mit dem Yummy Skin Water Powder Serum, Mattifying and Priming Face Serum. Da bin ich ja mal gespannt drauf, ne? Also das sollst du dir sowohl solo aufgeben können, als auch als Primer. Ich werde das auf einer Gesichtshälfte auftragen. Und das sieht wirklich fancy aus. Also hier haben wir einmal die Geschichte, wie es aussieht, ne? Das scheint auch ein bisschen getönt zu sein. Das müssen wir mal schauen. Do not shake. Okay, also du sollst es nicht schütteln. Das ist auch interessant. Das ist hier extra, ups, mit Klebi, den ich gerade nicht abkriege. Also wie gesagt, auch auf diese Neuheiten von Denisa Myricks bekommt ihr 10% Rabatt, was ich richtig geil finde von Purish. Und ich bin eine der wenigen, die tatsächlich auch die Neuheiten zugeschickt bekommen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen jetzt dieses Video. Und hier muss ich erstmal ein paar Klebis abmachen, damit die Instruktionen klar sind. Wurde es nämlich überall drauf gemacht. Ist so ähnlich wie bei der Sura Foundation. Okay, und hier oben haben wir dann auch das, wo es rauskommt. Ich kann es ja erstmal auf dem Handrücken machen. Das ist wirklich flüssig. Aha, und das kommt tröpfchenweise. Ich würde es jetzt auch nicht allzu intensiv auftragen. Soll vor allem super sein, wenn man so ölige Haut hat in der T-Zone oder sowas, ne? Sehe ich jetzt einen großen Unterschied? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Also es fühlt sich auf der Hand auf jeden Fall relativ feuchtigkeitsgespendet an, obwohl es jetzt nicht juicy aussieht, ne? Habe ich jetzt so 4 Tropfen ungefähr, ne? Zieht auch wirklich schnell weg. Das kann man nicht anders sagen. Ja, als hätte ich jetzt irgendwie auch gar nichts drauf. Ganz, ganz wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen auch sehen, wie das gleich mit Foundation funktioniert, finde ich persönlich, ne? Auf der anderen Seite verwende ich von Benefit The Professional Smooth Zip. Das ist so ein Primer, der auch ein bisschen porenverfeinernd sein soll. Den hatte ich auch letztens mal in Anwendung genommen. Habe ich von Benefit auch zugeschickt gekriegt. Und den mochte ich eigentlich ganz gerne. Den verwende ich jetzt auf der anderen Seite. Also eigentlich soll man ja mit diesen Viechern hier auch die Ohren bewegen können. Yay! Okay, aber die sind mir im Weg, wenn ich mich schminke. Ich habe mir halt gedacht, das wäre ganz cool, weil jetzt kommt ja irgendwie demnächst auch mal Ostern, dass ich jetzt mir auch ostertechnisch was auf die Rübe mache. Nun, als nächstes habe ich von Revolution die Skin Silk Luminous Serum Foundation. Ich habe die Farbe F0.5. Ihr bekommt die bei Look Fantastic, wo ihr mit Claudi Welt sparen könnt. Ihr bekommt die bei Purish, wo ich jetzt keinen expliziten Code habe für diese Foundation, ne? Die trage ich mir auf beide Gesichtshälften auf. Achso, ich kann euch das aber auch erstmal zeigen. Die ist wirklich relativ flüssig, ne? Genau. Und perfekt von der Farbe her. Die habe ich aber noch nicht im Gesicht getestet. Oh, die Foundation ist wirklich sehr, sehr leicht auf der Haut, ne? Mag ich gerne. Hat sich auch ganz gut mit dem Primer verbunden und das Ganze ist wirklich sehr matt jetzt, ne? Dadurch, dass ich ja auch halt die matte Primer-Seite hier habe. Ich gebe mir jetzt auf die andere Seite auch einen Pumper, um zu gucken, wie das so funktioniert. Oha, also die, oha, die Benefit-Seite, die ist, oha, gar nicht gut geworden. Da setzt sich die Foundation ganz blöd ab, während ich hier eine ganz, ganz tolle Hautgeschichte habe. Wow, ich versuche das jetzt erstmal hier mit dem Schwämmchen einzuarbeiten und gucke, ob das dadurch jetzt ein bisschen schöner wird. Aber auf dieser Seite ist es ganz gruselig geworden. Boah, dann nehme ich jetzt quasi mit dem Schwämmchen die Foundation auch schon wieder ab. Oha, nee, das hat mit dem Primer nicht gut funktioniert. Gar nicht. Das hat man manchmal, wenn so eins auf Ölbasis ist und eins auf Wasserbasis oder Silikonbasis oder sowas, ne? Dann kriegt man da manchmal ein merkwürdiges Ergebnis.
Huch. Ja, ich habe ja immer so ein Handtuch hier, womit ich ja auch meine Pinsel sauber mache. Und dann nehme ich mir einfach das, was ich hier auf dem Gesicht habe, auf dieser Gesichtshälfte mit dem Handtuch ab. Das fängt ja gut an hier. Okay, ich gebe mir jetzt hier den Water Powder Serum von Danessa Myricks einfach nochmal hier drüber. Trinke mir mit Capri-Sonne ein bisschen Mut an. Und jetzt wieder Foundation drauf und verblenden. Wenn ich das so mit den Händen mache, funktioniert es auf jeden Fall viel, viel besser. Ich denke, dass es auch ein bisschen am Schwämmchen hängt. Ja, und wenn der Bademeister nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Tatsache. Also kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr die Foundation einarbeitet, nehmt am besten ein trockenes Schwämmchen. Aber so wirklich warm werde ich jetzt noch nicht mit der Foundation, bin ich ganz ehrlich. Mal gucken, wird noch ein bisschen weiter ausgetestet. Dann habe ich hier von Laura Mercier ein neues Hype-Produkt in der Farbe 1C1. Real Flawless Weightless Perfecting Concealer. Da ging die Party ja schon bei der Foundation hart ab und ich habe euch auch schon ein Full Face zu Laura Mercier geschminkt. Und dann nehme ich mir hier auch wieder mein trockenes Schwämmchen und arbeite den Concealer ein. Farblich ist der nämlich etwas dunkler als die Foundation eigentlich, aber auf dem Gesicht wird schon wieder perfekt. Ein schöner Concealer. Das funktioniert auch wirklich easy, ne? Lässt sich schnell und einfach verblenden, setzt sich nicht komisch ab, verbindet sich gut mit der Haut, mag ich gerne leiden. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und lässt sich definitiv einfacher verarbeiten als die Foundation, die jetzt an der Nase richtig am Rumzicken ist. Meine Güte. Hier habe ich jetzt von Nier den Liquid Bronze, habe ich in der hellsten Farbe, bekommt ihr bei Dalton. Da könnt ihr jetzt aktuell mit Beauty Claudi 20% sparen, wenn ihr möchtet. Ne, den verwende ich einfach super, super gerne, habe den auch in meinem Project Pen. Und ja, den verwende ich jetzt einfach heute als Bronzer. Normalerweise verträgt er sich nämlich auch wirklich mit jeder Foundation und lässt sich toll einarbeiten. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das mit dieser Foundation hier der Fall ist. Das funktioniert, Gott sei Dank. Ich bin ja ganz happy. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht, aber das soll es noch nicht gewesen sein, denn die liebe Danessa Myricks hat ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht. Blurring Balm Powder, also das ist quasi der Blush in so einem krassen, ja, Pink. Das ist ein richtiges Barbie-Pink. Wow, also das ist intensiv, Leute. Ich glaube, dass wir den auch in einer Holiday Collection drin hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Seid vorsichtig bei diesen Blushes von Danessa. Die sind nämlich sehr, sehr stark pigmentiert. Das heißt, ich nehme meinen Foundation-Pinsel, habe da jetzt ein bisschen auch die Foundation rausgedrückt an meinem Handtuch hier. Ich tippe nur einmal kurz hier rein, habe was auf dem Pinsel, arbeite das ein bisschen in meinen Handrücken ein, um zu gucken, wie die Farbgebung so auf dem Gesicht sein wird. Das ist schon sehr, sehr kühl, ne? Gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr rein. Da geht es jetzt richtig ab. Und ja, wow. dann kann man sich das nämlich etwas dosierter auch auftragen. Genau. Und ich würde es wirklich eher vorsichtig aufbauen, als dass du von dem Pfännchen direkt in dein Gesicht gehst, weil dann kann es schnell zu viel werden. Ich meine, allein wie das schon jetzt leuchtet, ne? Seid vorsichtig. Aber es ist super geil und haltbar. Und wenn man möchte, kann man sich das halt auch richtig intensiv aufbauen. Und ihr seht es jetzt ja auch auf dem Gesicht, ne? Vor allem jetzt auch in Kombination mit dem Cream Bronzer oder Liquid Bronzer, den ich habe, sieht das gar nicht so super pink-pink aus. Jedenfalls nicht so pink, ne? Das sieht deutlich tragbarer aus. Und ich mag's. Also das ist wirklich ein schöner Blush-Effekt, ne? Das gefällt mir definitiv und funktioniert auch alles ganz gut zusammen. Ich habe jetzt nicht irgendwie neue Eyeshadow Base, deswegen nehme ich die hier aus meinem Project Pen. Ebenso das By Terry Puder, was ich verwende, um meinen Concealer zu setten. Und mein großartiges Too Faced Puder, was echt schon fetten Hit the Pan hat. Meine Güte, das wird nicht mehr lange halten. Da verwende ich jetzt übrigens einen Pinsel, den habt ihr, glaube ich, noch gar nicht in einem Haul gesehen. Ist aus einer aktuellen Alterra Limited Edition. Aber allzu sehr brauche ich ja gar nicht abzupudern. Dann nehme ich mir einen Highlighter. Das ist jetzt einfach hier dieser Gimme Glow von Essence. Ich sortiere mich durch, genau. Ich probiere mich aktuell auch durch meine Highlighter-Sammlung durch. Ah, stimmt, der war relativ subtil, ne? Aber schön. Doch, der darf bleiben. Weiter geht die wilde Reise mit Neuheiten von Benefit, wobei das hier ist eigentlich nur eine neue Farbe für mich. 2.5 Natural oder Neutral Blonde von dem Precisely My Brow Pencil habe ich jetzt hier in einem Paketchen
zugeschickt bekommen. Ihr bekommt, glaube ich, gerade bei Sephora, meine ich, so eine Nachricht bekommen zu haben, ab einem gewissen Bestellwert, ich glaube 40 Euro von Benefit-Produkten, irgendeine Goodie-Bag mit dazu. Setze ich euch auch mal gerne in die Infobox. Genau, hier habe ich jetzt einmal den Augenbrauenstift. Der hat hier hinten auch so ein Spoolie dran. Damit kann ich mir schon mal meine Augenbrauen auffüllen. Ist jetzt nicht meine perfekte Augenbrauenfarbe, aber ich finde es durchaus solide, ne? Ja. Fixiert wird das jetzt aber mit einem ganz neuen Produkt, und zwar mit dem Precisely My Brow Wax. Und das habe ich in der Farbe 2.5. Also es ist wirklich ein getöntes Augenbrauenwachs. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. So schaut das aus. Da haben wir hier einmal den Applikator, ne? Ja, gucken wir mal, ob das hinhaut. Normalerweise sagt man ja bei diesen Geschichten, dass du quasi das in die Härchen reinbringst und dann, dass du auch wirklich noch einmal gegen den Strich durchgehen sollst, damit es auch wirklich jedes Härchen greift. Wow, das ist, macht die Haare sehr griffig. Das merke ich richtig intensiv gerade. Dann bringe ich das Ganze in Form. Also da kannst du dir auch nicht allzu viel Zeit lassen, ne? Das trocknet schon recht schnell. Ja, das sieht schon mal so weit so gut aus. Die Frage ist, braucht man das jetzt beides so in Kombination? Weiß ich nicht. Und es ist halt nicht wie dieses Gimme Brow Plus, wo du ja auch diese kleinen Haarfasern so drin hast, ne? Sondern es ist halt wirklich, in Anführungsstrichen, nur die Farbe. Ja, aber es fixiert schon, ne? Also hier jetzt die Härchen auseinander zu trennen, ist gar nicht so leicht, denn da haben sich zwei verklebt. Ja, also bei dem Augenbrauenstift bin ich auf jeden Fall happy, aber das Augenbrauengel in der gefärbten Form, vielleicht, wenn es mal wirklich schnell gehen muss im Sommer. So, jetzt habe ich eine Lidschattenpalette hier von bei Beauty Bay. Die haben die Reckless Romance Palette passend zum Valentinstag rausgebracht. Jeder und seine Mutter kommt aktuell mit einer kühlen Palette um die Ecke, ne? Finde ich auch sehr interessant, weil ich finde jetzt nicht 100% romantisch. Ja gut, wir haben hier Pinktöne und so weiter mit bei, aber halt auch dieses Gräuliche und so. Und sehr, sehr fancy, sehr, sehr geile Töne. Ich stehe ja total auf die bei Beauty Bay Paletten, weil die eine irre gute Qualität haben. Und die wird jetzt auf dem Auge getestet. Ich starte jetzt mal ganz mutig mit Front Row. Das ist so ein wunderschöner, dunkle Beereton. Und den setze ich mir sowohl hier außen hin, als auch in meinen Innenwinkel. Yep, das wird jetzt so ein bisschen ein Halo Eye. Wow, das ist schon direkt mal intens pigmentiert. Das ist ja wahnsinnig krass. Da wollte ich noch gar nicht so intensiv haben. Ups. Wow, das ging jetzt schon ziemlich krass ab. Das heißt, wir werden das jetzt nach innen hin vielleicht ein bisschen dezenter werden lassen. Mal gucken. Das heißt, dann nehme ich mir jetzt hier den Ton Rebel. Also der ist so ein altrosa. Den setze ich mir dann quasi nach innen da dran. Von beiden Seiten, ne? Und in die Mitte setze ich mir Backstage. Das ist eigentlich eher so ein gräulicher Ton. Könnte aber geil werden. Ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Mit diesem Eierschalenton Number One verblende ich hier außen so ein bisschen die Kanten. Und damit das Ganze nicht zu bunt wird, würde ich sagen, dass ich unten eher ein gräuliches Halo mache. Das heißt, ich nehme mir schon Backstage auch noch in die Mitte, aber nach außen hin Last Night, glaube ich. Ja, ich glaube, das mache ich wirklich. Okay, also ich nehme mir Last Night erstmal auf. Das ist dieser gräuliche, dunkle Ton. Den setze ich mir einmal hier außen und auch hier innen an. Und in die Mitte nehme ich wieder den Backstage-Ton, den ich ja auch hier oben schon habe. Und damit verstärkt man quasi diesen Halo-Effekt noch etwas, wenn man es halt unten auch ein bisschen hat, ne? Das sieht echt hart aus, ich weiß. Vor allem mit den Ohren. Aber wir sind natürlich mit dem Halo-Eye noch nicht am Ende. Denn das, was die ganze Geschichte ja noch fancy macht, ist Schimmer. Ich persönlich liebe NYX Glitter Glow, um alles ein bisschen zu intensivieren. Deswegen werde ich mir den jetzt auch auftragen. Ich weiß gar nicht, welchen Schimmerton ich zuerst nehmen soll. Die sind alle so wunderschön. Ich nehme erstmal den Ton Muse hier unten. Den nehme ich mir aber mit so einem Pencil Brush auf. Mal gucken, ob das hinhaut, und setze mir den quasi außen. Da, wo auch Rebel angesetzt wurde, drauf. Ich glaube, das geht einfach besser mit dem Finger, ne? Ja. Oh.
Dann nehme ich mir den Ton Mini Dress. Das ist dieser Grauschimmerton. Das setze ich mir auf die Mitte. Verblende den auch so ein bisschen damit rein. Das ist dann da, wo quasi auch das Grau war, ne? Und dann auf das Zentrum davon, also wirklich auf die exakte Mitte, nehme ich den Ton Girlfriend. Das ist dieser hier. Der ist so mega seidig. Das ist der Hammer. Der kommt da wirklich nochmal exakt auf die Mitte. Und ich glaube, den gebe ich mir auch noch in den Inner Corner. Boah, es sieht anders aus. Ich weiß. Nicht so ein typischer grüni, leichti, looky, sondern es ist einfach mal etwas dunkler hier. Aber es wird der Palette definitiv gerecht, ne? Als Eyeliner nehme ich den von Huda Beauty, den ich aktuell in Anwendung habe. Ich habe keine Ahnung. Er hier wollte eigentlich gerne ein Wing sein, hat sich aber spontan dann doch dagegen entschieden. So. Setting Spray. Make-up Forever, Mist & Fix. Auch eins, was ich aktuell einfach in dem Aufbrauchmodus habe. Ja, ich komme auch noch nicht so ganz damit klar, wie dunkel und crazy meine Augen aussehen. Aber ich glaube, das wird jetzt gleich ziemlich gut werden. Ja, meine Catrice Wimpernzange wird meine Wimpern vorbereiten. Denn wir haben hier gleich eine richtig krasse Mascara, hoffe ich. Hab sie noch nicht ausprobiert. Denn hier gibt es ja einen Hype, aber ich glaube, dass Essence den Hype ein bisschen selber macht, oder? Die Call Me Queen Mascara habe ich mir bei Notino bestellt, denn ja, ihr habt es ja auch mitbekommen, das Essence-Sortiment zu bekommen ist ja wirklich, als würde man den Heiligen Gral suchen. Online habe ich mir schon gedacht, holla die Waldfee, du erinnerst mich an die Max Deck Mascara. Ne? So schaut sie aus und ich bin mal gespannt, wie sie auf den Wimpern wirken wird, denn sie sieht wirklich so aus, nur halt in viel kleiner, muss ich sagen. Ja, Multidimension-Bürstchen, ne? Wir schauen mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Sorry, aber nee. Also das ist definitiv nicht vergleichbar mit der Max Deck Mascara. Denn nur weil das Bürstchen sich ähnlich sieht, heißt es nicht, dass das Ergebnis das gleiche sein muss. Ne? Weil bei der Max Deck Mascara kannst du die wirklich bis ins Unendliche schichten und das wird richtig cool. Und ich mache da gleich auch nochmal eine Schicht drüber, dann seht ihr, was ich meine. Ja, das ist ganz nice. Die macht auch wirklich schöne Wimpern, ja, aber sie ist halt doch sehr, sehr feucht und sie krümelt auch ziemlich. Das heißt, ich musste gerade mit dem Spoolie auch ein bisschen aufräumen, ne? Also, ich bin da noch nicht ganz so Fan von. Das Ding ist halt bei Essence Mascaras recht häufig, dass man immer ein bisschen warten muss. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn du die wirklich für einen Tag einfach ein bisschen offen lässt. Also so offen stehen lassen, ne? Und dann ist die meistens ein bisschen besser von der Konsistenz her. Ist jetzt aber noch nicht mein Cup of Tea. Also das ist halt auch wirklich vom Bürstchen her. Ich kann es ja mal nebeneinander halten. Schon eine andere Nummer, ne? Hier haben wir wirklich bei der Essence Mascara auch ein sehr flexibles Bürstchen. Das heißt, das ist sehr, sehr flexibel. Sehr, sehr wabbelig fast schon. Und hier habe ich dann eine meiner absoluten Lieblingsmascaras, die Max Deck. Und da siehst du auch den Größenunterschied. Ich meine, das ist, also für mich ist es auch wirklich kein Vergleich. Definitiv auch nicht irgendwie eine Alternative oder so, nur mal so am Rande erwähnt. Das haben sie ja damals auch bei der Too Faced Better Than Sex Mascara öfters gemacht, dass du einfach das gleiche Bürstchen hattest, aber dadurch war der Effekt ja nicht der gleiche. Nun, ich mache mir jetzt hier noch ein bisschen was drüber. Muss ja nicht jeder so bekloppt sein wie ich, aber ich liebe einfach solche Wimpern und ich habe jetzt nur eine einzige Schicht von der Max Deck drüber gemacht. Das ist für mich einfach so eine krass geile Mascara. Sieht schon wild aus hier heute, ne? Aber ich finde es richtig, richtig cool. Okay, also Lippen. Da habe ich jetzt hier die Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze Plumping Lip Gloss Geschichte in der Farbe 050 Guava Flair. Ich habe sie mir bestellt bei Look Fantastic. Und hier schauen wir mal, was für ein Plumping das hat. Also alle kommen ja auch irgendwie mit Plumping jetzt um die Ecke. Mal schauen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt auch wieder Chili ist. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Es riecht süß. Das ist schon mal positiv. Passt die jetzt zum Augenlook? Naja, dadurch, dass sie jetzt relativ zurückhaltend ist, finde ich das gar nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Vom Plumping-Effekt her
schmecke ich weder Menthol noch Chili, was ich persönlich jetzt nicht verkehrt finde. Für mich reicht das vollkommen. Also auch wenn ein Lipgloss einfach nur ein Lipgloss ist, dadurch, dass er halt durch diese optische Geschichte den Plumping-Effekt gibt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja, meine Haare sehen wild aus, ne? Wie gesagt, ich verbringe eigentlich gerade die ganze Zeit nur auf der Couch. Habe mich jetzt nur für dieses Video einmal hochgerafft und genau, habe jetzt auch meinen Look fertig. Das, was am meisten ins Auge sticht, ist natürlich der Augenlook und den finde ich richtig geil. Also diese Reckless Romance Palette von By Beauty Bay ist definitiv eine erschwingliche Geschichte. Die haben auch in unterschiedlichen Konstellationen noch weitere Paletten. Schaut euch die auf jeden Fall an. Alle Produkte sind in der Infobox verlinkt. Mir persönlich gefällt auch sehr gut von Denissa Myricks diese Geschichte, die ich jetzt drauf habe. Ich kann mir nur den Namen noch nicht wirklich merken. Yummy Skin Water Powder Serum. Ich glaube, im Sommer und im Frühjahr wird das eine richtig geile Geschichte werden, wenn wir alle einen mega heißen Sommer haben und zerfließen und uns nur dieses Zeug hier drauf machen und quasi wundervoll aussehen, ohne irgendwie speckig auszusehen. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Geschichte werden. Reden kann sie nicht mehr. Und genau, also mir gefällt es schon. Ich persönlich bin ja eher so die Glowy Lady, kann mir aber vorstellen, dass ich dann quasi mir noch so ein Finishing Powder drüber gehe, weil ich sehe jetzt nicht totmatt aus oder so. Das auf gar keinen Fall, ne? Da hat die Foundation auch ein ganz gutes Zusammenspiel gegeben. Hat dann auch ja letztendlich funktioniert, aber es ist wirklich eine zickige Foundation. Da muss man mal gucken. Ansonsten, die Mascara muss ich vielleicht einfach noch ein bisschen eingrooven. Dieses Benefit-Produkt werde ich noch ein bisschen weiter testen und vielleicht dann auch wahrscheinlich eher so Richtung Sommer verwenden. Ja, ansonsten habe ich hier irgendwelche Sachen unterschlagen. Das finde ich ja Hammer, ne? Muss ich wirklich sagen. Habe ich ja auch in einer anderen Farbe, Rosé and Brunch oder so heißt meine Farbe, die ich habe, die ich sehr gerne mag. Und ich bin sehr happy. Also zum einen passt es ja eigentlich auch richtig gut zum Augenlook und ich bin sehr happy, dass es jetzt auch so natürlich quasi aussieht. Also man sieht den Blush noch ein bisschen, aber er sieht halt nicht so quietschepink oder so aus. Also schon eine ziemlich geile Farbe, vor allem wenn man so einen Look hat und vielleicht auch so ein Oberteil trägt. Ja, ansonsten habe ich glaube ich jetzt einfach mal, ja der Concealer, der gefällt mir auch. Der ist nicht gecreased oder so. Der ist auch ganz toll, ne? Ihr Lieben, alle Produkte in der Infobox verlinkt und ich hüpfe jetzt wieder in eine Pofe, beziehungsweise erstmal von Laptop, um das Video zu schneiden, dass ihr das dann auch quasi jetzt sehen könnt. Also quasi morgen für mich. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!